Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge Neverball. Und ich habe jetzt das eine Level geschafft offscreen und ich zeige euch das natürlich gerne. Level 10 war das. Natürlich habe ich mir erstmal wieder hier am Anfang die Münzen eingesammelt und dann habe ich einfach auf gut Glück versucht, irgendwie dort vorzukommen. Ihr werdet das gleich noch sehen. Hier erstmal noch die blaue Münze geholt natürlich und dann die rote hier. Das war eher Zufall, dass ich die Münzen geschafft habe oder erreicht habe. Und jetzt habe ich versucht, mir hier irgendwie nach vorne zu bauen und schon war ich vorne. So einfach war das. Natürlich hat mir noch eine Münze gefehlt. Das war dann hier die rote Münze hier links, die ich mir gleich einsammeln werde. Das war schon sehr kritisch hier. Wäre ich fast schon wieder in den Teleporter geflogen. Und jetzt überhaupt erstmal hier diesen Weg zu finden, war auch schon recht schön. Da war mein Ziel. Und daraufhin, ich zeige es einfach nochmal für euch. Vielleicht hätte ich das in der letzten Folge auch irgendwann mal so geschafft, aber bis dahin wären wahrscheinlich nochmal 20, 30 Minuten vergangen. Und das wollte ich euch dann wirklich nicht antun. Das nächste Level habe ich dann auch gleich noch gemacht, offscreen, weil das war genauso bescheiden wie das hier, wenn nicht sogar noch bescheidener. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, erstmal jetzt wieder hier wieder ins Ziel gleich. Und zack. Ja, und das nächste Level danach, Level 11, ist das hier. Das ist sehr bescheiden, weil sich dieses Labyrinth hier bewegt. Und man die ganze Sache da auch nicht wirklich unter Kontrolle hat. Und durch diese Stäbe, die hier oben sind, kann man die Perspektive auch leider nicht so verändern, dass man einigermaßen was sieht. So, dass man hier eigentlich relativ blind durch das Labyrinth gehen muss. Hier gibt es auch so Löcher, wie ihr seht. Und überhaupt erstmal in so eine Kreuzung, in so einen anderen Weg reinzukommen, ist ja sehr schwer. So, jetzt hier hole ich mal unten die rote Münze und dann hier oben die blaue Münze noch. Und jetzt konnte ich auch direkt den Weg irgendwie, ja, ihr seht, man wird hier relativ oft hin und her geschleudert, was das Ganze natürlich auch noch schwieriger macht an der Sache. Aber diese Stelle hier sehr gefährlich. Oh, hier wäre ich fast runtergefallen, aber dadurch, dass sich das Labyrinth nochmal verschoben hat, hat es mich sozusagen rausgedrückt. Also das war nochmal riesen Glück gewesen an der Stelle. So, jetzt die blaue Münze hier oben muss ich mir noch holen. Das geschieht jetzt und jetzt können wir einfach hier rechts hoch lang. Zeit, 1 Minute 10 haben wir noch. Es sieht also sehr knapp aus. Es könnte sehr knapp werden. So, jetzt einfach hier schnell durchziehen. Das Loch, das ignorieren wir einfach schnell. Und jetzt muss ich einfach hier runter wieder. Oder wir müssen einfach wieder hier runter. Hier links dann wieder zurück. Rote Münze gibt es dann da noch. Die uns aber, glaube ich, egal war in dem Replay. Oder ne, die haben wir noch eingesammelt und jetzt ist das Ziel auch offen. Und wir können uns da den Weg entlang finden. Hier ist noch so ein fieses Loch. Bei den Stellen muss man einfach relativ fix durchheizen. Ui, das war nochmal knapp. So, und jetzt kommt's. Noch 20 Sekunden. Schaffen wir es noch? Natürlich, ihr wisst schon, dass wir es natürlich schaffen, sonst würde ich ja dieses Replay nicht zeigen. Aber ihr seht schon, es wird sehr knapp und ich hatte schon Angst, dass wir das vielleicht nicht so schaffen, wie wir wollten. Aber mit ein bisschen Konzentration hat es ja dann noch 4 Sekunden 28 davor gereicht. Ich spiele das Level auch nochmal ab. Noch ein zweites Mal wie bei dem anderen. Da könnt ihr das nochmal sehen, wie wir hier uns durcharbeiten. Also das ist schon ein Level, wo ich sagen muss, wie auch das vorhergehende, das ist schon recht schwer. Also das hat wirklich das Prädikat schwer verdient. Das Level, was danach hier kommt, das Level 12 müsste das sein, spiele ich jetzt natürlich in dieser Aufnahme nicht. Das kommt dann erst wieder mit der nächsten regulären Aufnahme.
Und ich habe mir überlegt, mit Open Transport Tycoon Deluxe weiterzumachen in den nächsten Tagen. Da waren wir bei der Halbzeit stehen geblieben. Und seitdem gab es ja drei Special-Videos, sag ich mal. Und man kann jetzt eigentlich weitermachen. Ich habe mir das letzte Video nochmal angeguckt. Das heißt, ich weiß, was wir machen wollten. Und ja, ich muss mich kurz räuspern. Kein Frosch im Hals gehabt. Ja, obwohl es schon am Mitte April ist fast, ist es draußen doch schon relativ noch kalt. Also es wird Zeit, dass die Sonne mal so richtig rauskommt und hier losknallt. Ja, dieses Level ist schon wirklich sehr heftig, wie ihr seht. Der Wahnsinn. Man ist ja eigentlich immer in Bewegung in diesem Level, Level 11. Achso, jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was dort in der Levelbeschreibung stand. Das mache ich dann einfach auch gleich nochmal, weil ich wollte ja euch noch zeigen, das Level danach zeige ich euch natürlich auch noch. Aber jetzt haben wir es ja auch gleich geschafft. Ich glaube, wenn ich hier rausgeflogen wäre am Ende, das hätte mich sehr geärgert. So, gehen wir mal zurück und gucken uns nochmal hier an. Level 11, die Beschreibung Le Labyrinth Fu. Sie kennen den Weg, Sie sehen ihn. Warum also nehmen Sie einen anderen? Man weiß es nicht. Und Level 12 ist dieses Level. Das sieht sehr einfach aus. Le Ramp abrupt. Kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit. Sieht interessant aus. Ist wahrscheinlich so ein ähnliches Level wie das hier, wo man einfach bloß auf Geschwindigkeit machen muss. Aber das sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Und ich sage einfach mal bis dahin und tschüss.